Hallo und herzlich willkommen auf Jurelda.de. Schauen wir uns nun weitere Aufgaben zum Thema Bruchrechnen an. Diesmal geht es um die sogenannten Doppelbrüche. Ein Doppelbruch entsteht, wenn wir einen großen Bruch haben und oben und unten nicht ganz normale, natürliche Zahlen stehen, sondern in diesem Fall auch Brüche. Hier zum Beispiel 2 Drittel durch 6 Viertel. Und dieser große Bruchstrich, ich habe es ja schon gesagt, den muss ich jetzt einfach wie ein geteilt durch Zeichen auffassen. So kann ich Doppelbrüche lösen. Das heißt, ich schreibe einfach 2 Drittel. Und statt diesem großen Bruchstrich mache ich einfach geteilt durch 6 Viertel. Und dann ist es nicht mehr schwer, dann können wir die Regel anwenden, die wir kennen bei geteilt durch, bei der Division von Brüchen. Ich muss einfach die 6 Viertel umdrehen und multiplizieren. Das heißt mal 4 Sechstel. Nun kann ich hier noch ein bisschen kürzen. 4 Sechstel kann ich zu 2 Drittel kürzen. Steht dann da 2 Drittel mal 2 Drittel. Das ist nicht weiter kürzbar, das heißt 2 mal 2 ist 4. 3 mal 3 ist 9, 4 Neuntel ist die Lösung. Schauen wir uns diesen zweiten Doppelbruch an. 3 halbe, wieder den großen Bruchstrich schreiben als 7 Neuntel. Geteilt durch 7 Neuntel ist das gleiche wie mal 9 Siebtel. Das heißt 3 halbe, der erste Bruch bleibt immer so stehen, mal 9 Siebtel. Nun, hier geht nichts mehr zum Kürzen. 3 weder mit 7, 2 mit 9 sowieso nicht und die Brüche selbst auch nicht. Das heißt, 3 mal 9 ist 27, 2 mal 7 ist 14, 27, 14 sind die Lösung. Diesen dritten Doppelbruch, 4 Drittel, geteilt durch 8 Sechstel. Also es gibt auch Möglichkeiten, direkt aus dem Doppelbruch raus zu kürzen, aber davon würde ich wirklich abraten, da kann man schnell durcheinander kommen. Besser ist es, diese Schreibweise mit geteilt durch. 4 Drittel durch 8 Sechstel ist 4 Drittel mal 6 Achtel. Und hier kann man in der Tat kürzen. 4 mit 8, das ist 1 und 2 und 3 und 6, 2 und 1. Und hier sehe ich schon, 2 geteilt durch 2, das ist 1. Also ist die Lösung 1. Hätten wir auch schon sehen können, 4 Drittel, wenn man direkt hier gekürzt hätte. 8 Sechstel ist auch wiederum 4 Drittel und 4 Drittel durch 4 Drittel, eine Zahl durch die gleiche Zahl, ist natürlich 1. Schauen wir die drei weiteren Aufgaben an. 12 Viertel geteilt durch 3 Sechstel. Auch hier hätten wir direkt schon ausrechnen können, 12 Viertel, das ist 3, 12 geteilt durch 4, geteilt durch 3 Sechstel. 3 Sechstel können wir auch sofort kürzen, ist 1/2. 3 geteilt durch 1/2, umgedreht ist 3 mal 2 Eintel, 3 mal 2 6. Also 6 hier die Lösung. Nächstes, da haben wir einen ganz kuriosen Fall, nämlich 2 Drittel geteilt durch 2 Nullteln. Nun, es gab mal diese Regel, wenn eine 0 im Nenner steht, dann ist das Ganze nicht lösbar. Hier ist es allerdings tatsächlich nicht so, weil wir hier einen Doppelbruch haben. 2 Drittel geteilt durch 2 Nullteln, weil es kein echter Nenner ist, der hier unten steht, kommt natürlich hier raus, wenn ich das ganz normal, ganz stur ausrechne. 2 Drittel mal 0 halbe. Das heißt, regulär ist die 0 im Zähler und damit zählt sie wie eine 0. 0 halbe ist einfach 0. 2 Drittel mal 0 ergibt 0. Also die Lösung 0. Und nicht keine Lösung oder sonst irgendwas, weil hier das angeblich im Nenner stehen würde. Das nächste, 12 Drittel durch 2 Zehntel. Auch hier würde ich, wenn man das vorher schon sieht, 12 geteilt durch 3, das ist 4. Geteilt durch 2 Zehntel, 2 Zehntel lässt sich kürzen auf 1 Fünftel. 4 geteilt durch 1 Fünftel, Kehrbruch von 1 Fünftel, 5 Eintel oder 5. 4 mal 5, das ist 20. Das ist die Lösung 20. Schaut doch mal auf unserer Homepage www.jurelda.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.